Was hat Meister Eckhart Ihnen bedeutet? Ich empfinde ihn auch heute noch als meinen eigentlichen Lehrer, wobei ich in keiner Weise irgendwie ein Fachmann bin. Ich könnte also nicht unendlich viele Zitate von Meister Eckhart authentisch wiedergeben. Aber was immer ich aufschlage bei ihm, ist eben durchweht von dem Hauch einer Präsenz des Göttlichen. Ich war, wenn er sagt, ein Satz wie der von Gott zu sagen, er sei gut, ist so dumm, als zu sagen, die Sonne sei schwarz oder die Sonne sei weiß. Weil Meister Eckhart sagt, alle Bilder, alle Begriffe, die ich mir von Gott mache, sind Trugbilder. Sind Bilder, Trugbilder, und man kann über Gott nichts aussagen im Rahmen einer korrekten Grammatik. Aber er sagt andere Sätze. Er sagt, wo das Ich ausgeht, geht Gott ein, zum Beispiel. Also man muss das Denken in Begriffen, als den Bildern Feind der religiösen Erfahrung sehen. Ausschalten. Ja. Das ist das, was Meister Eckhart Sie immer gelehrt wieder hat. Sagt. Ich meine, die 28 verurteilten Sätze von Meister Eckhart sind, jeder einzelne ist ganz schlicht und einfach hinzunehmen und ist keine Rätselratenerei nötig. Aber ja, für Menschen, die eben die Erfahrung des Göttlichen nicht haben, sind sie dann paradox.